Frage ist halt jetzt, wenn die da waren, werden die Richtung Spawn laufen? Wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht kommen die. Komm, wir laufen einfach nochmal da zurück, würde ich sagen, okay? Was hältst du davon? Vielleicht ist da noch jemand. Weil ich hab die zwei gesehen und ich bin mir... Ich denke mal, wenn ich mich jetzt... Das sind einfach zwei. Yannick? So, hallo, da sind wir wieder. Hallo. Ich habe mal gerade eben kurz nach der Aufnahme so ein bisschen im Teamspeak gefragt. Irgendwie scheint keiner uns gesehen zu haben. Das ist recht witzig. Vielleicht hast du auch einfach mal Nein, ich habe es mir nicht eingebildet. Ich werde es dir beweisen. Ich werde dir einfach am Ende der Session wieder einen Screenshot davon schicken. Kannst du machen. So, jetzt müssen wir echt. Aber du siehst doch irgendwie alle zwei Minuten irgendwelche Namensschilder. Also, weil ich halt gut bin. Das... Ich weiß, du würdest auch gerne so gute Augen haben wie ich, aber das kann ja nicht jeder haben. Sag, dass er deine Brille trägt. Scheiße. Das hast du gerade nicht gesehen. Du lässt dich was von der Spinne umbringen. Ich hatte eben alles gedroppt aus Versehen, weil ich gerade voll fail war. Ich muss echt, muss meine Tasten mal umstellen, weil ich nicht jedes Mal auf 1 drücke. So. Aber wir sollten aufpassen und uns nicht einfach so ins Liegen. Ja, jetzt klingelt mein Telefon. Ja, ich musste das gerade machen, weil mein... Ja, jetzt klingelt mein Telefon. Geil. Läuft! Ja gut, ich ignoriere das mal. Wo bist, was ist? Siehst du was? Nee, ich bin gerade gerannt und als ich dann hier Zoom gedrückt habe, okay, dann hat sich einfach aber hier oben, hier war definitiv jemand. Oh. Also hier oben ist irgendwo jemand rumgelaufen, die haben sich dann auch gesneakt. Ich bin mir sicher. Das Telefon macht mich gerade richtig nervös. Jo, mich auch. So. Hörst du das im Hintergrund? Ja, ich hab's auch gehört. Okay, gut. Das hört man gut. Ja, gut. Okay. Ja, aber hier ist keiner mehr. Sind sehr weggerannt. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, weil die haben sich gesneakt. Oder vielleicht war das einfach so ein Reflex von denen, dass die sich, wenn die stehen bleiben, halt sneaken, weißt du? Kann ja auch sein. Mhm. Egal, wir können jetzt ein bisschen Creeper farmen, wenn wir schon jetzt hier draußen sind. Und wir sollten machen wir das mal. Aufpassen, dass wir nicht auf zu wenig Leben runtergehen, falls uns jemand überrascht. Und immer halt wachsam bleiben, ne? In der Tat. Es kann auch sein, dass sich jemand jetzt da runtergegraben hat und die blüffen und die sagen halt, die haben uns nicht gesehen, aber in Wirklichkeit bauen die einen Tunnel zu uns. Ja, es könnte natürlich auch sein, dass einfach blüffen. Ja gut, ich habe jetzt übrigens 3 Schwarzpulver, das heißt, du könntest dir nochmal ein Magazin machen oder ich mache mir eine Bazooka, ich weiß es noch nicht. Was meinst du? Dir vertraue ich nicht mit Bazookas. Ah, ist gut. Ich meine, die Vergangenheit hat es halt gezeigt. Ja, ist gut. Aber ich kann mich ja auch ändern und verbessern. Und so, ja. Ich weiß, also theoretisch wäre das möglich, aber... Ja, theoretisch, ja. Ne? Ja gut, Kopf, dann was wollen wir jetzt machen? Laufen wir einfach rum, ne? Also da war jetzt ja leider keiner. Ich bin aber sicher, ich habe mir das nicht eingebildet. Da waren definitiv 2 wunderschöne Namensschilder. Und ich bin mir sogar fast sicher, dass es Lovely Potato und Co. waren. Weil die waren doch relativ lang, diese Namensschilder. Also das eine zumindest, was ich da gesehen hatte. Okay. Das heißt, die müssten hier eigentlich in der Umgebung... Oder die sind in diese Schlucht reingegangen und haben uns echt nicht bemerkt. Oder die sind gerade aus der Schlucht rausgegangen, während wir da reingegangen sind oder so, ne? Kann ja auch sein. Das könnte alles sein. Ja, ne? Also was machen wir lange jetzt? Ja, keine Ahnung. Eigentlich brauchen wir jetzt nichts mehr, ne? Ja, weil hier ist... Wir haben ja alles, was wir brauchen. Die Richtung ist, das ist ja nur eine Insel jetzt. Hier sieht man zumindest auf der Minimap so. Genau, da hinten war ja... Da ist diese Wasserbasis. Dann war da hinten, da habe ich einen blauen Waypoint, da steht auch nochmal Basis. Da haben wir auch nochmal irgendwie eine Basis gefunden. Ja, wahrscheinlich die am Strand. Genau. Das ist halt jetzt die Frage, was machen wir jetzt, ne? Ich würde sagen, wir rennen einfach random rum. Ja, das hört sich gut an. Nur wir sollten irgendwie mit System vorgehen. Die Frage ist halt jetzt, wenn die da waren, werden die Richtung Spawn laufen? Wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht kommen die. Komm, wir laufen einfach nochmal da zurück, würde ich sagen, okay? Was hältst du davon? Vielleicht ist da noch jemand. Weil ich hab die zwei gesehen und ich bin mir... Ich denke mal, wenn ich mich jetzt... Das sind einfach 2. Yannick, hast du die gesehen? Lauf zum Wasser, komm zum Wasser, Yannick. Ich bin im Wasser. Okay, nimm ein Boot. Nimm dir ein Boot ins Inventar. Yannick, komm. Ich hab keins. Du hast kein Boot. Also ich hab keins im Inventarslot, da kommt direkt einer auf mich zu. Ich bin bei dir. Jetzt nimm dir... Du kannst jetzt eins... Leg dir eins ins Inventar. Das sind Dürlet und Zwerik. Hast du noch die Bazooka? Ich hab die Bazooka. Okay, pass auf, wir schwimmen zu deren Basis, ja? Aha. Weil jetzt sind wir gerade in der Scheiße. Wo bist du jetzt? Jetzt sehe ich dich nicht. Ah, okay. Gut. Setzt du dich ins Boot? Hey,
die Gegner, die verschwinden immer noch. Ich dachte jetzt, wo ich das hochgestellt habe, ist es nicht mehr so bescheuert. Das ist immer noch so. Okay, komm, wir ich hab dann irgendwie Angst. Nee, komm, setz dich ins Boot, wir schwimmen zu dieser Sandinsel und lass uns da crashen, okay? Die werden dich ein paar Mal treffen, aber die so stark sind die jetzt nicht. Also dann schwimmen wir schnell zu dieser Sandinsel. So. Bist du auf der Sandinsel? Dahinter ist direkt der Daniel alte Bastard. Ja, ich weiß. So, bist du auf der Sandinsel? Ich kill schnell das Skelett hier. So, und dann warten wir mal, dass die hierher kommen. So. Alter, das war... Ich kämpfe gegen die People, dann sehe ich die, ey. Ich hab doch gewusst, die sind hier irgendwo. Ja, die sind, glaube ich, auch abgehauen. Die sind die echt abgehauen? Nee, die sind halt, weil wir weggerannt sind. Ich glaube, die kommen nicht hinterher. Ja, die können von mir aus kommen. Ich glaube, die Bazooka, die bringt im Wasser nicht so viel. Ja, also ich bin aber nicht im Wasser. Alter, was ist denn das? Die können ja gerne mal herkommen. Ich habe denen jetzt mal geschrieben, wo wir sind, ne? Sollen die ruhig mal herkommen. Dann legt jetzt mal bitte ein Boot ins Inventar. Dann verrottet da, okay. Hm, ich habe das Gefühl, die sind nicht so freundlich gesinnt. Sag bloß, im Battle! Wer hätte damit rechnen können? Bringt dir die Boote vorbei? Oh, ja, das Problem ist halt jetzt, wenn wir zu denen gehen, dann sind wir halt im Arsch, weil wir im Wasser sind. Hm. Ja. Wie voll ist deine Rüstung? Nach wie vor, fast zur Hälfte. Okay, wie viel Schuss hast du jetzt verschossen dabei? Weil ich hab ehrlich gesagt gar nicht erst geschossen, weil es bringt nichts auf die Entfernung. Das ist ich glaube, 8 Schuss oder sowas. Jetzt also ich hab noch 23 drin. Nein, ich Vollidiot. Jetzt habe ich aus Versehen R gedrückt. Egal, das ist einfach... Die Magazine, die verschwinden nicht mehr. Die werden einfach wieder ins Inventar gelegt. Das ist gut. Okay, pass auf. Dann würde ich sagen... Ich habe ja noch eine zweite Waffe. Also ich habe... Ah, nee, guck mal. Hier liegt mein Magazin, mein altes. Nimm das mal, falls du es brauchst oder so. Weil ich habe ja eh mehr Waffen als du. Kann ich das... Nie? Pass auf. Dann würde ich sagen... Machen wir es doch einfach so, dass wir jetzt da... Einfach... zu Fuß an Land schwimmen und nochmal gucken, ob wir die so sehen, okay? Weil jetzt ist auch Tag, jetzt ist es ein bisschen besser wegen den Mobs, okay? Bist du hinter mir? Jo. Wir nehmen einfach jetzt mal nicht die Boote, weil, ja, ne? Flucht und ist so. Ist klar. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich jetzt einen Tunnel bauen. Ich glaube nicht, dass die einen Tunnel bauen. Okay, guck mal, hier links liegt Flint. Warum liegt hier Flint? Äußerst vielleicht mysteriös. Jetzt ja, kann nicht sein, dass die waren. Vielleicht waren Leute sicher, in der Gegend. Ich bin mir sicher, dass die in der Höhle waren. Aber die war halt schon fast abgefahren. Das ist blöd, ne? So. Du bist hinter mir? Ich bin direkt. Wenn du die Bazooka benutzen willst. Da sind sie, okay. Wenn du die Bazooka benutzen willst, sag's mir bitte immer Bescheid kurz vorher, ne? Okay. Weil, siehst du, ob die eine Bazooka haben? Nö. Ist okay. Das heißt, jetzt, wir sollten zusammenbleiben. Ja. Bleib mal einfach stehen. Ich sneak mich jetzt mal. Ich will gucken, was die haben. Hat der eine einen Sniper? Nee, ne? Die trennen sich. Guck mal, das ist eigentlich richtig dumm. Wollen wir auf den. Hey, jetzt sehe ich den anderen nicht. Der ist wieder von der... Da hinten ist Dölit. Wollen wir auf Dölit gehen? Gehen wir auf Dölit. Wir sind halt beide recht... Doch noch wir rennen einfach mal auf sie zu. Ja. Scheiße. Das leckt leicht. Das leckt zu viel, ey. Okay, das bringt nichts. Komm, komm. Bazooka. Okay, okay. Auf sie mit Gebrüll. Jo, auf. Es kann gut sein, dass ich drauf gehe. Oh, komm, Dölit. Ja, ich hab Dölit. Sehr schön. Ich bleib ein bisschen zurück. Versuch, dass du den bekommst. Ich muss was essen. Ich muss was essen. So. Also, rennt weg. Der rennt weg. Schaffst du den alleine oder soll ich Dölits Sachen holen? Komm mit, okay. Warte, ich setz mich schnell ins Boot. Den kriegen wir halt sowas von. Ich hab wieder keine Mut. Fuck. Scheiße. Nice. Okay. Holst du dir die Sachen von ihm? Ich hole die Sachen von Dölit, okay? Lad erstmal alles nach, okay? Ich würde sagen MLG. Ja, nee, lad bitte erstmal alles nach, okay? Alter. Ja, ich hab nur kein Zeug. Scheiße. Also ich würde sagen, wir snacken hier ja die Gegner richtig. Das war so blöd, dass die so weiter auseinandergegangen sind. Das war so blöd von denen, ganz ehrlich. Das war richtig unklug. Oh, ich hab eine PPSH-41. Geil, ist die gut oder schlecht? Pass auf, du weißt, wo Dölit gestorben ist, ne? Ich bin hier hinten, du kannst ja gleich zu mir kommen, weil ich will nicht so getrennt rumlaufen von dir, weil ich mag dich doch so. Ja, hab dich doch ganz doll lieb.
Bist mein bester Battle-Partner, Janik. Ja, so, was haben die denn alles Schönes? Ach, das ist scheiße, dass die im Wasser gestorben sind. Mann, können die nicht irgendwie an der Oberfläche... Die haben drei Öfen. Können die nicht irgendwie an der Oberfläche sterben? Oh, Sharpness, ein Schwert. Nice. Da hab ich schon wieder Steinschwerter von denen eingesammelt. MP44, die haben sich halt ein MP44 gemacht. Oh, Golderz, ich hab Golderz. Scheiße, ich hab auch Gold hier, glaube ich, gefunden, oder? Ach, das ist so scheiße. Die haben eine Waffenkiste. Warum müssen die unter Wasser sterben? Das ist so blöd. Und noch eine Waffe, meine ich. Aber ja, jetzt brauchen die nicht zu sagen, dass wir hier die Feiglinge sind, ne? Oh, ich habe eine Protection 1. Janik, du weißt, wo ich bin, oder? Oh. Wie gesagt, ich habe Angst, dass die irgendwie eine Backup-Kiste haben und sofort herkommen, weil die wissen, dass wir irgendwie getrennt sind oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Ne? Also bitte, aufpassen. Also komm am besten gleich wieder zu mir, ja? Ja. Ich muss nur kurz ein bisschen meinen Health stellen, weil ich wäre gerade fast ertrunken. Ja, das ist echt ein bisschen blöd, ne? Ja. Ich ertrinke schon wieder. Boah. Und der ist halt so tief gestorben. Du kannst es versuchen, mit Blöcken hochzubauen, die Sachen. Aber ich glaube, das wird wenig bringen. Und wenn nicht, sag einfach Scheiß drauf, weil ich glaube, so jetzt vom Gucken her haben die eh nicht so geile Waffen. Also, die haben hier. Also, ich habe denen ihre Waffen mitgenommen, die sie haben. Also, die er hatte. Und die haben die halt noch. Warum hatten die Betten im Winter? Oh, die haben eine russische Waffenbox, okay. Ja, die haben auch hier eine deutsche Waffenbox, die habe ich mal mitgenommen. Alter, dieses Ertrinken ist so nervig. Ach, die hat nämlich auch eine deutsche jetzt gemacht, okay. Ja. Und ein Enchanter. Okay, dann komm. Oh, ein Enchanter ist gut, den können wir gut. Das den heißt, die wollten umziehen. Dann kommst du wieder zu mir. Hast du auch diese Magazine von der Waffe, die du gefunden hast? Mhm. Moment. Ey, wo bist du jetzt? Ich sehe dich jetzt gar nicht. Der ist doch hinten gestorben. Ja, ich bin unter Wasser gerade. Ey, diese View-Distance, die ist so für ein Arsch. Also ich sehe dich. Da, jetzt sehe ich dich, okay. Gut. Also dann, ich habe jetzt zweimal die MP440, glaube ich. Oh. Nicht schlecht. Ich habe zweimal die MP40. Da kannst du dir auch mal langsam die MP44 nehmen, oder? Weil die ist ja, ich hab ja zwei von ein bisschen besser. Okay, geil. Ja, passt. Kann ich dir noch Magazine geben und hast du auch genug Magazine von dir? Genug Magazine glaube ich jetzt nicht. Okay, dann kann ich dir gleich was... Janik, kommst du zu mir? Janik? Ich will echt nicht hier so getrennt bleiben, weil ich habe das... Nicht, dass die halt eine Backup-Kiste haben oder so. Das wäre blöd. Das wäre jetzt echt nicht so geil. Okay, jetzt habe ich einfach die russische Waffenbox weggeschmissen, nicht deppert. Läuft bei dir. Aber ich habe, wie gesagt, die hatten 13 Gold jetzt. Das finde ich leicht cool. Mhm. Ja, ansonsten ist hier, glaube ich, echt nichts mehr Gutes. Ich habe noch ein bisschen Rüstung mitgenommen, falls man was braucht. Aber ich würde sagen, Battle läuft bisher. Wir haben beide Teams. Ich bin zufrieden. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie zufrieden ihr mit uns seid. Es war ein bisschen zäh am Anfang, muss ich sagen. Aber der Spaß, der kommt. Nicht so den geilen, Start. Das stimmt, den geilen Start hat man nicht, aber es läuft halt irgendwie doch irgendwie jetzt auf einmal so. Ja, ansonsten ist hier, glaube ich, nichts mehr geiles. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nach oben. Oder ich gehe zumindest nach oben, du bist ja da. Ganz chillig. Ja, sollen wir das jetzt auch in die versteckte Kiste bringen? Nee, das lassen wir jetzt einfach, oder? Wir haben jetzt Backup-Stuff in der versteckten Kiste, gut. Dann, Lass mal hier weggehen. Warum habe ich Schneebälle? Ja, warte, ich kann dir mal ein bisschen Rüstung geben, weil die von denen, die ist ein bisschen besser. Guck dir die mal an, ob du was davon gebrauchen kannst, bitte. Und schmeiß ich den weg. Nee, doch, brauchen wir nicht. Protection 1 habe ich schon. Unbreak. Ja, von der Haltbarkeit her, ne? Weil ich glaube, das kommt sehr, auch sehr viel auf die Haltbarkeit an. Ja, aber ich meine, meine Rüstung ist eigentlich zum größten Teil noch gut. Ja, dann lass die doch. So, aber das ändere ich noch. Oh, jetzt habe ich das Falsche weggeworfen. Yes. So, pass auf, ich verballere diese Waffe jetzt hier einfach mal, weil die hat 12 Schuss und 12 Schuss sind sowas von unbrauchbar irgendwie. Ja. Also, pass auf, wie viel MP44-Ammo hast du? Ich habe zwei angefangen, also zwei fast leere Magazine und 12 Schuss in der Waffe, 15 Schuss. 12 Schuss in der Waffe. Und für die MP40? Für die MP40 habe ich noch ein Magazin drin und zwei volle und ein leicht angefangenes. Man kann die echt nicht mehr reparieren oder so. Ne? Ja, das ist das Problem. Ist so schade. Weil ich hätte jetzt noch, das könnte ich dir geben und ansonsten würde ich sagen, weil ich habe halt jetzt vier volle MP44-Ammo noch und ich würde die eigentlich ganz gerne behalten, weil ich mag die irgendwie. Aber ich habe zwei Enderperlen. Zwei Enderperlen, ja, das ist gut. Auch jetzt dann sollen wir dir gleich wieder eine Bazooka-Munition machen, weil du hast jetzt verballert, ne? Jo. Wie viel Oakwood hast du? Ich habe 39, also easy. Okay, dann warte, ich habe meine deutsche Waffenbox. Ach, du hast auch eine? Ach ja, jetzt haben wir beide eine. Voll geil, gefunden. Ne? Ich habe eine gefunden. Okay. Ich bräuchte ein bisschen Gunpowder. Bitteschön. Hast du genug Eisen dafür? Wahrscheinlich nicht. Nee, ich habe nur Roheisen. Hast du es gedroppt? Aufgenommen, meine ich? Das Gunpowder, ja. Ich habe dir Eisen hier hingeschmissen irgendwo. Oh. Das ist, irgendwo habe ich die Eisen. Doch.
Doch, doch, ich ganz sicher. Nicht. Doch, doch, das vielleicht, muss irgendwo liegen. Vielleicht buggt. Ah, hier, nee, das ist eine Schneebälle. Ich glaube, das buggt. Ich disconnecte mal und ich join neu drauf. Wahrscheinlich habe ich es wieder im Inventar oder so. Weil das war letztens. Ich hab's wieder. Okay, ich habe es wieder im Inventar. Gut. 1, 2, 3, 4, 5. Bitteschön. Jetzt liegt es immer noch nicht da. Ja, das, das war schon mal so, ne? Ja, ja, oh Gott, das war wie machen wir so. Das jetzt? Kannst du eine Kiste bauen und die aufstellen? Ich wette, das liegt einfach mal wieder in meinem Internetbetreiber. Ich wette es. Warte mal, wenn ich jetzt einen Block abbaue. Warte. Das siehst du schon, oder? Ja, ja, das ist schon. Ich glaube, das liegt einfach am Server. Ich glaube, das liegt auch. Ja, das könnte auch am Server liegen. So, warte ich. Boot. Boot. Die Boote, die sind echt teilweise sehr praktisch. Boot. Muss man schon sagen. Ich habe kein Boot mehr jetzt, ne? So, Warte, ich baue kurz eine Kiste. Was ist, wenn ich das so mache? Ist es jetzt gedroppt? Ja. Okay, dann nimm dir das gerade mal. Richtig komisch, ey. Ich muss aber erstmal Platz in meinem Inventar machen. Warte, ich gebe dir mal ein bisschen Eisen. So, aber Eisen. Die Folge ist hier dann auch schon zu Ende. Oh, dann macht ihr noch gerade das Besuchermagazin, dann schreibe ich das gleich mal rein. Oh, ich bin echt zufrieden. Und so macht das Spaß hier. Wie viel Essen hast du? Ich habe noch 18 gebratenes Fleisch, dann noch 7 rohe. Okay. Ich habe jetzt einen Schuss. Sagen, hast du noch ein bisschen Gunpowder? Hatte ich dir gedroppt, meine 3 Stück. Ah, okay, du hast es. Ja, hatte ich nicht. Schade. Hä? Warum wolltest du denn noch mehr machen? Ja, ich habe jetzt nur noch einen Schuss. Ja, gut. Dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Und nächstes Mal würde ich sagen, brennen wir mal noch das ganze Eisen, was wir haben, und das ganze Fleisch. Und dann können wir weiter auf Gegnersuche gehen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch was in die Kommentare. Vielleicht eine Bewertung wäre auch ganz nett. Und ja, ciao. Ciao.